Das ist hier die Nordseite, heute noch hochgucken. Er hat hinten einen Schlepper, der ihn auf den Haken nimmt. Und jetzt machen die hier so ein bisschen Makramee. Ist schon wieder Weihnachten? Nee, Februar. Moin! Ja, hier ist ordentlich Wind. Und ihr seht auch, wo ich bin. Das ist hier die Nordseite, heute noch hochgucken. Und ich hatte heute eigentlich was ganz anderes vor. Ich habe ja 3 Wochen Zeit gehabt in meiner Krankheitszeit. Mir Gedanken zu machen, macht mir ja sowieso. Und dann hatte ich mir auch Montagen überlegt. Aber das behalte ich nochmal für mich, ist eine Überraschung, weil das kennt, glaube ich, in Deutschland oder Europa noch keiner. Also seid gespannt. Ich bin jetzt hier, weil ich dachte, heute, erster Tag hier, wo ich wieder gesund bin. Zumindest gesund geschrieben. Und wollte das am Kanal ausprobieren. Ihr seht hier, und es rauscht auch und es wankt hier auch ganz ordentlich. Wir haben zu viel Wind für das, was ich vorhatte. Und ich hatte eine von meinen Grundrouten hier mit. Und hatte zum Glück noch eine Buttlöffelmontage, immerhin noch mit 50 Gramm und noch ein paar Nordseegarnelen, hatte ich auch noch mit. Ansonsten keine Naturköder. Aber das sieht schlecht aus. Da hinten sitzt noch einer, vielleicht sieht man seine Angeln. Der hat 2 Angeln draußen. Der Angel mit Wattwurm, der hat auch noch nichts, nicht ein Biss. Er hatte zwar vor 2 Wochen ganz gut hier gefangen, Plattfisch, 18 Fische immer jeweils. Aber letzte Woche und heute nichts. Ja, das einmal hier Update, Holtenauer Hochbrücken. Da hinten steht tatsächlich noch ein paar Container, aber keine Schilder mehr, keine Absperrung großartig. Der Weg ist frei. Also ihr könnt hier zum Ehringsangeln nachher im Frühjahr herkommen. Wir haben genügend Platz. Heute ist natürlich überhaupt kein Heringsangler da, auf der anderen Seite auch nicht. Ja, mal gucken, vielleicht kann ich euch noch einen Fisch zeigen oder einen Biss. Und ansonsten ist nach der Anmoderation auch gleich wieder die Abmoderation. Hier ist mal wieder Schiffsballett. Irgendeiner hat hier mit seinem Nebelhorn langen Ton gegeben. Wir haben Nike, Solea, das scheint ein Forschungsschiff zu sein. Und dann haben wir einen mit Mate am Ende. Und der hat hinten Schlepper, der ihn auf den Haken nimmt. Und jetzt machen die hier so ein bisschen Makramee. Nike fährt nach vorne. Solea rechts vorbei. Ja. Hier hinten haben wir noch Icelandia Half. Die warten alle auf die Schleuse. Wir haben auch rechte Schleusen, kann man es auch verlegen, mindestens 2 drin. Und dann hatten wir hier noch den schnellsten Polizeikreuzer, den kleinen Seestern hier. Der ist hier auch noch mit drin. Ja, mal gucken, was das wird hier. Jetzt muss Solea rechts durch die Lücke engsten Weg nehmen. Das kann man auch nicht verstehen. Ja. Parabumate. Na, wo der woher kommt, so wie der aussieht, das gucken wir gleich mal. Ich glaube, es ist nicht Europa. Solea hat vorne ein Wappen, Landeswappen. Kann ich nicht erkennen. MacPom, Niedersachsen, weiß ich nicht. Forschungsschiff. Ja, mal gucken. Meine Angel liegt hier. Der Kollege friert sie auch den Punkt ab. Aber tut sie nichts.
Also wie ich das sehe, so Lea aus Cuxhaven an Land Niedersachsen, irgendwie Forschungsschiff. Nike langsam hinterher. Und Papahu Mate, der darf noch warten. Naja, immerhin ist hier wenigstens was los, damit ich euch was zu erzählen und zu zeigen habe. Also hier kommt BBC Gdansk, kommt hier raus. BBC sieht man auch immer häufiger hier, Reederei. Dann ist hinten der Weiße in der Schleuse, kommt noch einer raus, SCA wahrscheinlich. Dann ist noch einer rausgefahren, der liegt auf der Südseite, da ist, ist die Bunkerstation, der bunkert wohl. Valletta will jetzt in die Schleuse rein und dann haben wir hier Prabunant heißt der, hier vorne, Prabunant. Mal schauen, wo der herkommt. Scheint ein leerer Tanker zu sein. Hier vorne wackelt meine Route, aber das ist der Wind. Immer noch kein Biss, der Kollege auch nicht. Der ist auch schon ganz verzweifelt, guckt immer auf seine Spitzen, ob sich was tut. Leider nein. Und so Geschichten wie hier mit Schwell und Sog und Buttlöffel ist eigentlich immer optimal, dass das aufgewirbelt wird und die Fische aufmerksam werden, aber das scheint heute nicht zu funktionieren. So, jetzt haben wir bald Prabunant. Ich, vom Namen her würde ich mal sagen, Indien, Indonesien, Pakistan, sowas. Hinten Groß-Nordsee, relativ großer Schlepper. Er scheint auch noch nicht so lange in Kiel zu sein, den kenne ich also so nicht in der Form. Ja, okay, Singapur ist jetzt nicht unbedingt eine ganz schlechte Flagge. Aber sie trauen ihm wohl nicht zu, hier alleine in die Schleuse reinzufahren bei dem Wind. Ja. Was macht meine Route hier? Der Kollege hofft sich auch ein Biss, aber das ist alles nur Wind hier. Schaut mal da hinten im Schraubenwasser von Prabunant. Da sind eine ganze Menge Möwen, die da fliegen und so ein bisschen auf die Oberfläche stechen, als ob da irgendwie Nahrung ist. Also, weiß nicht, ob das Heringe sind oder was anderes. Die ganze Zeit waren hier ganz wenig Möwen und jetzt sind da eine ganze Menge, die da sich aufhalten und Action machen. Also irgendwas ist da. Ja, nur bei uns hier, beim Kollegen hier, seinen Angeln und bei mir. Mit der ganz leichtesten Spitze hier, der grüne. Jetzt das Glöckchen klingelt nicht, trotz Wind. Also da würde ich schon mitkriegen, wenn Biss ist. Weiß nicht, ob man das hören kann, aber die Spitze hat hier so ein paar komische Bewegungen gemacht. Nicht richtig wie Biss, aber anders als sonst bei dem Wind. Bisschen andrucken ist manchmal ein guter Plan. Falls da ein Fisch ist, dass man den dann so ein bisschen reizt. Aber ich glaube, da ist nichts. Komisch. Irgendwas Komisches ist da. Mindestens kein Fisch. Leicht am oberen Haken, so ein bisschen angegangen, aber am unten auf die auf keinen Fall. Ja. Also hier wird es langsam dunkel und ich will das hier auch beim ersten Angeln nicht übertreiben. Ihr seht, dass der Wind, der pfeift schon ganz schön und
Ich hatte jetzt auch nur Garnelen mit. Da ging gar nichts, das ist manchmal so. Aber der Kollege da drüben mit den Wattwürmern, der hatte jetzt vielleicht mal bei einem Wurf so ein bisschen angenagte Köder. Das kann ja alles Mögliche sein. So deutliche Bisse hatte er auch noch nicht. Das heißt, für mich, ich packe jetzt ein. Ja, schade. Erstes Angeln hier wieder. Februar. An der Holtener Hochbrücke. Normalerweise, wenn ich meine Aufzeichnungen so durchgucke, hat man Januar bis Februar immer noch ganz gut gefangen. Dieses Jahr war es ja auch relativ warm. Also, wir hatten zwar teilweise Frostphasen, aber wie unser Meteorologe im Fernsehen erzählt hat, war der Januar mit 2,5 Grad deutlich zu warm im Schnitt. Und wir hatten auch mehr Sonne tatsächlich, komischerweise, und natürlich auch mehr Regen. Ja, also mal wieder ein Monat, der wärmer ist als am Schnitt. Was das jetzt hier für unsere Heringe, Fische und so weiter alles bedeutet, kann man schlecht vorhersagen. Heute war nichts. Ich habe euch hier mal einen ersten Eindruck gezeigt vom Kanal. Alles wieder tutti hier. Kann schön angeln. Wenig Angler heute. Ist natürlich auch so ein Zeichen, dass wahrscheinlich gerade nicht viel läuft. Aber wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt mir ein Like. Und in Schleswig-Holstein sagt man Tschüss.